Hallo, hallo, grüß dich, servus, hallo. Dieses Video handelt um, was ist nach dem physischen Tod? Ja, weißt du, fragst du dich auch immer wieder, du, wie ist denn das? Also dich selbst, wenn ich denn da, jetzt weiß ich ja, also wenn ich jetzt nicht gerade am Schlafen bin, ja, nachts über, dann weiß ich ja, tagsüber bin ich in meinem Wachbewusstsein oder Tagesbewusstsein, ja, und da weiß ich ja immer genau, was gerade los ist, ja, oder ich kann mich dann natürlich auch an frühere Dinge erinnern, also jetzt zum Beispiel die einen besser, die anderen weniger gut, also gut, das ist ja noch spannend, also je älter das Menschen werden, desto mehr können sich an gewisse Kindheits- und Jugenddinge oder Ereignisse erinnern. Auf alle Fälle, weißt du, was ich mir immer wieder frage, also spielerisch, also ich zerbreche mir hier keinen Kopf, weißt du, aber einfach, da frage ich mich auch ab und zu, du, also wenn ich dann diesen physischen Körper verlasse, ja, kann ich mich dann, bin ich dann auch noch, weiß ich dann auch noch, dass ich, ja, bin ich mir das im Klaren dann? Und wenn ich dann, ja, wenn ich dann im Jenseits bin irgendwo, ja, bin ich da, weiß ich dann, ja, gibt es denn das wirklich mit diesem Film, der da sich also so der Lebensfilm dann irgendwann, wann das auch immer der Fall wird, dass das wird immer gesagt, oder hast du vielleicht auch schon gehört, dass da dann nach dem Ableben, also wenn man gestorben ist, also wenn man diese Hülle verloren hat, dann eben da ist so ein sogenannter Rückblick, einen Lebensfilm da in dem Sinne, dir da vorgespielt wird, beziehungsweise du dann eben genau, ja, zu wissen bekommst, was in diesem Leben günstig oder auch weniger günstig gelaufen ist. Nicht im Sinne einer Bestrafung, sondern im Sinne einfach, ja, dass man dann entsprechend, ja, zum Beispiel im Weiterleben, wo das dann auch immer sein wird, Korrekturen anbringen kann, beziehungsweise etwas verbessern kann, dass die Chance hat, die Möglichkeit hat, etwas noch besser zu erkennen, noch besser zu lösen. Also im Prinzip, ich bin schon davon überzeugt, dass du auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Stufen, also hier auf dieser Erde, da sind wir sozusagen auf einer dreidimensionalen Stufe, dass in jeder Dimension, also auf jeder Lebensplattform irgendwie Schulen gibt oder wo du eben sozusagen weiterkommst, oder? Und da frage ich mich ab und zu, du, kann ich mich dann immer noch, ist das nicht bloß in diesem Leben jetzt so, sondern kann ich dann, wenn ich gestorben bin, weiß ich dann genau, was ist oder wo ich bin oder was war, was jetzt in diesem Leben war, wie lange ist dann der, bleibt das quasi offen, dieses Wissen, diese Erinnerung an dieses Leben, bis ich dann das nächste Mal inkarniert bin, ja, wenn ich wieder inkarniere und dann quasi wieder alles vergessen, also, oder dass quasi alles wieder weg ist, was im vorhergehenden Leben gewesen ist, also jetzt in diesem Leben. Ja, also ich finde das immer noch spannend, sich da zu fragen, ob man, wie gesagt, ob man, bevor man dann irgendwie in eine neue oder eine neue Hülle annimmt, gerade sollte es wieder auf dieser Erde sein, dass man einfach zwischen diesem Leben und einer nächsten Inkarnation, ob man da wirklich da, ja, wie soll ich sagen, im Bewusstsein ist, was man da alles gemacht hat, was da alles war und dass man dann sich wieder Dinge vornimmt und so weiter und so fort. Und, ja, also ich weiß nicht, vielleicht hast du mich verstanden, was ich da rüberbringen wollte, vielleicht auch nicht. Also ist das spannend, weißt du, wir wissen ja eben, jetzt in diesem irdischen Leben, ja, das geht ja sicher genau gleich, du weißt, wir wissen überhaupt nichts, also wir wissen überhaupt nichts über frühere Leben, also das heißt, wir müssen uns das sozusagen sagen lassen durch Rückführungen, durch irgendwelche Mediums, durch irgendwelche Seelen, die das eben können, aber sonst können wir ja das nicht, wird dann das
Oder wird dann das sein, dass das einfach alles, was jetzt ist, sozusagen, das wird dann wie gelöscht oder das weiß man einfach schon quasi im Jenseits dann bald nicht mehr oder so. Sehr spannende Sache auf alle Fälle. Aber weißt du, an was ich glaube? Ich glaube fest daran, dass das, was ich jetzt lebe, also jetzt nicht besitze in dem Sinn, also nicht an Besitztümer anhäufe, ja, sondern das, was ich im Bewusstsein habe, dass das sehr wohl dann nachher von Nutzen ist. Jetzt ist einfach die Frage für mich persönlich oder sagen wir für eine größere Seeleneinheit, für eine Gemeinschaft, auch für andere Seelen. Ja? Ist es für mich alleine oder ist es sozusagen dann für einen Seelenverbund? Das ist es noch. Das ist auch eine spannende Frage. Also für mich, also falls du jetzt eben sagst, oder es gibt ja Menschen, ich meine, ich lasse es im Raum stehen, ich weiß, ich kann es ja nicht beweisen. Es gibt solche, die meinen, ja gut, also wenn man stirbt, es geht zwar weiter, aber es spielt überhaupt keine Rolle mehr, was hier war oder was in dem Sinne dieses Leben, das ist dann einfach vorbei, oder? Es geht schon irgendwie weiter. Aber das kann ich mir wie einfach nicht vorstellen. Ich glaube, für wen und wie groß und wie das auch immer ist, ich glaube daran, dass es sehr wohl von Nutzen ist, jetzt zu versuchen, also in diesem Leben zu versuchen, möglichst bewusst zu leben, möglichst viel zu erkennen, möglichst weiterzukommen, also weiterkommen Sachen, Bewusstsein Sachen, einfach auch zum Beispiel Menschlichkeit, ja, also dass man ethisch menschlich ist, dass man versucht, andere Menschen zu tolerieren, zu lieben, zu wertschätzen und dass man eben auch anderen Menschen oder Seelen, Tieren oder Pflanzen oder was auch immer, dass man auch hilft und eben, also die Einstellung, also das Charakterliche, da eben auch dann das Bewusstsein, ich glaube, das ist nachher nicht verloren. Also ich glaube generell an das Inkarnationsgesetz, ja, dass man eben da von Leben zu Leben, ja, dass das eben immer mit entsprechendem Karma, natürlich günstigen und ungünstigen Karma, dass dann einfach das immer auf der entsprechenden Stufe dann weitergeht. Von Vorteil auf ein bisschen einer höheren Stufe als bei der letzten Inkarnation oder mit mehr Möglichkeiten im letzten Leben. Gut, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sich zurückentwickeln kann in einem Leben. Das ja, wieso nicht? Also gerade als jetzt Stand 20, also bald, also Frühling 2022, also wenn ich jetzt die letzten 2 Jahre anschaue, also von 2020 bis jetzt, dann kommt es mir schon vor, als gäbe es da auch Seelen sozusagen, also Inkarnierte, die sich zurück abwärts entwickeln. Ja? Vielleicht muss man das gar nicht werten oder ist das weder positiv noch negativ, das ist einfach so. Also man kann sich vorwärts entwickeln, also aufwärts, vorwärts oder auch rückwärts, abwärts. Also wieso nicht, oder? Auf alle Fälle, ja, das ist immer sehr spannend. Also ich freue mich, also Achtung, jetzt bitte nicht falsch verstehen, also das ist ein falscher Ausdruck, ich freue mich auf den Übergang, ich freue mich auf den Tod, das ist nicht der richtige Ausdruck, aber ich freue mich wie irgendwie auf die Erfahrung, was dann geschieht. Also auch dieses Eintauchen dann, also Körper verlassen, eintauchen in etwas anderes. Also ich finde das völlig faszinierend. Ja, ich weiß, es gibt Menschen, die haben Angst davor, die wollen das nicht. Aber für mich ist das enorm faszinierend und ja, mal schauen. Ja, das ist jetzt auch ein bisschen philosophieren, aber du weißt, wenn wir jetzt gegen den Schluss zukommen, es ist ja immer auch, also das, was ich da sage, also in den Bewusstseinsvideos, Persönlichkeitsentwicklungsvideos, es ist vor allem einmal das, was mir selbst stimmig oder passend ist, was ich aus meinem Bewusstsein heraus eben mitteilen kann.
Es soll darum nicht die alleingültige Wahrheit sein, es können auch mal Fehler dabei sein oder es kann mal auch eine Unwahrheit dabei sein. Ich will also auf alle Fälle, du weißt es ja vielleicht schon, oder wenn du neu bist, ich sage es ab und zu oder sage es praktisch immer, aber das ist eben wichtig, dass immer Klarheit besteht. Ich will nicht die alleingültige Wahrheit gepachtet haben, sondern einfach mal Ansätze bringen, was ich von mir aus dazu meine oder was ich halt so im Bewusstsein habe. Genau, also ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, falls du es so lange ausgehalten hast, und wünsche dir weiterhin natürlich ein möglichst interessantes Leben. Tschüss, bis in einem anderen Video.